Hallihallo und willkommen. Und zwar geht es heute um die Register der MM4001. Jo. Wir haben vier Register, solltet ihr aus dem ersten Video wissen. Wenn nicht, dann ist oben in YouTube, oben links, ist so, sind so diese Navigationsbalken, die man von mir kennen sollte. Sprich, ihr könnt euch immer durch die Parts navigieren, oben direkt. Jo. Was ich gemacht habe, ist ein Logisim-Projekt gestartet. Und in diesem Logisim-Projekt haben wir eine Schaltung Main. Die ist am Anfang leer. Deswegen Main ist die Hauptschaltung, da werden wir jetzt erstmal gar nichts reinmachen. Wir klicken hier auf dieses Plus, geben den Namen ein, drücken auf OK und den Namen habe ich jetzt mal Register gegeben. Dann kommt ein neuer IC, mehr oder weniger, ein neuer Integrated Circuit, ein neuer Schaltkreislauf, den wir dann separat bauen können. In diesem Schaltkreislauf werden wir erstmal unsere vier Register platzieren. Hier unten links übrigens könnt ihr den Zoom einstellen und das Raster an- und ausschalten. Ich wähle jetzt mal den Zoom auf 150, habe ich am liebsten. Ja, Logisim bietet einige vorgefertigte Bauteile. Ihr könnt natürlich auch alles über Wiring und Pull, Power, Ground, Transistor und sowas könnt ihr auch alles auf Transistorenebene bauen und also einen IC machen, die Pins am IC belegen und das als XOR-Gate und sowas bauen. Also können auch alles von selbst aufbauen, ist auch kein Problem. Wir werden aber mal der Einfachheit halber und damit man das Prinzip besser versteht, alle vorgefertigten Teile nutzen, die wir hier finden können. Dazu klicken wir zunächst mal hier auf Speicher und wählen dann Register an. Dann haben wir das so als an der Maus dran kleben und platzieren es auf dem Feld. Markieren es mit der Maus, kopieren es, fügen es ein. Kopieren die zwei, machen dasselbe nochmal. Jetzt haben wir vier Register. Ups. Jetzt können wir jedes Register einzeln anklicken und es auch benennen. Dazu klicken wir einfach das Register an, dann diese Beschriftung und geben den Namen vom Register ein. Jetzt muss ich nur mal schauen, ob wir Pointer Low zuerst hatten. Ja, hatten wir. Gut, dann machen wir direkt mal Pointer Low. Und hier Pointer High. Also, wie sieht so ein Register aus? Wir haben einen Dateneingang. Und dieser Dateneingang ist im Moment noch 8-Bit groß. Ja, das kann logisch sein. Wir können mehrere Schaltungen entweder als einzelne Pins machen, wenn wir es ein bisschen real haben wollen. Und dann können wir den Verteiler anwählen. Die Ausrichtung wieder links einstellen. Muss nach Westen zeigen. Und dann Ausfächerung 4 und die Bitbreite, die am Ende rauskommen soll, ist auch 4. Dann haben wir so einen schönen Verteiler. Und jetzt können wir einfach wieder rausziehen, die ganzen Dinge hier anschließen. Und haben am Ende, werde ich da noch was zu sagen, einen schönen Ausgang. So können wir es zusammenfassen. Wir können aber auch bei jedem Bauteil, bei fast jedem Bauteil, das mit solchen Sachen arbeitet, mit Bits, ziemlich alles, können wir auch einfach sagen, ne, wir wollen jetzt gar nicht alle vier Pins, wir wollen direkt einen Pin, der 4-Bit groß ist. Dazu klicken wir den Pin einfach an und machen hier 4-Bit. Jetzt können wir mit der Hand, mit Steuerung und 1, glaube ich, ja, können wir über den Pin schweben und die Zahlen setzen, die Bits setzen oder löschen, toggeln. Am Ende können wir dann wieder diese Leitung rausziehen und haben eine 4-Bit, eine komprimierte 4-Bit-Leitung, wie wir hier sehen können, wenn wir die anwählen mit der Hand. Mit dem Werkzeugtool Steuerung 2, wenn wir jetzt aber erstmal die Register auch auf 4-Bit setzen, dazu markieren wir einfach alle. Wenn das dieselben Bauteile sind, können wir ein paar von den Eigenschaften auch für alle verändern. Spart uns ein bisschen Arbeit. Und gehen bei Datenbits auf 4. Der Wert, der momentan im Register ist, den können wir auch sehen. Und zwar wird er hier angezeigt. Wenn wir im Steuerung 1 sind an der Hand, dann können wir hier direkt über das Pad eine hexadezimale Zahl eingeben. Oder einfach 0 lassen. Die Pins, die das Register liefert, ist ein Dateneingang, wie gesagt. Da könnten wir jetzt mal das hier anschließen. Ein Enable. Einen Takt und einen Reset und einen Datenausgang. Das mit den Pins geht beim Ausgang natürlich auch. Der Standardausgang ist ein Bit groß. Wir könnten hier der Einfachheit halber auch bei den Ausgängen in den Eigenschaften 3-State abwählen. Also brauchen wir nicht. Könnt ihr ruhig abwählen. Und dann hier bei Datenbits wieder auf 4 Bits gehen. Dann können wir erstmal hier anschließen. So, blaue Leitungen sehen wir direkt. Die sind sowieso nur ein Bit groß. Also da brauchen wir jetzt hier
müssen wir jetzt keinen 4-Bit-Pin anschließen, weil die Datenbreite nicht, die Bitbreite nicht kompatibel ist. Da können wir ihn einfach auf 1 lassen. Gibt ja auch nur einen Takt-Pin. So, zusammen mit diesem Enable können wir das Register freischalten. Wir wollen ja nicht, dass bei jedem Takt der Wert, der aktualisiert wird, sondern wir wollen nur, dass bei bestimmten Eigenschaften vom Befehlsbus das Register aktualisiert wird. Generell ohne Enable können wir irgendeinen Dateneingang definieren. Das wäre jetzt mal ein hexadezimales F, was ich hier hingeschrieben habe, und es wird beim Takt dann reingeschrieben. Dieser Pin hier unten ist der Takteingang, der überschreibe. Wenn wir den Enable leer lassen, wird der einfach nicht mit verrechnet, mehr oder weniger, wird einfach ignoriert und das Register gilt als Dauer-Enabled. Wenn wir jetzt noch kopieren, könnt ihr übrigens mit STRG-C und STRG-V. Das sollte bekannt sein. Jetzt haben wir hier oben den Enable und hier unten den Takt. Wenn wir jetzt reinschreiben, mal, keine Ahnung, eine 5, wird es nicht gehen, wenn wir den Takt triggern. Wir müssen nämlich zuerst das Register enablen. Dann wird es überschrieben. Register bestehen aus mehreren D-Flip-Flops. Wie so einer funktioniert, dass der nur beim Takt aktualisiert. Solltet ihr auch wissen, wenn ihr dieses Minecraft-Tutorial gesehen habt. Zum Register, wir können hier noch die Flanke einstellen. Diese H- und L-Niveaus sind erstmal unwichtig. Wenn wir wollen, dass wir den Dateneingang, also falls der Enable 1 ist, dass wir den Dateneingang ins Register schreiben, wenn der Takt nach oben steigt, also jetzt ist er nach oben gestiegen, jetzt habe ich drauf gedrückt, Achtung, Zeitlupe, jetzt ist er nach oben gestiegen, oder bei fallender Taktflanke, sprich wenn der Takt 1 ist und auf 0 umspringt, das wäre die fallende Taktflanke. Das kann ich kurz nochmal demonstrieren, steigende Taktflanke, den Enable lassen wir jetzt erstmal auf 1, 1 reingeschrieben. Okay, es war jetzt schlecht zum Demonstrieren. Nehmen wir jetzt mal 7. Sobald ich hier draufklicke, zack, ist der Wert drin. Fallende Taktflanke ist was anderes. Jetzt steht hier 5. Jetzt passiert noch gar nichts. Erst wenn der Takt wieder nach unten fällt, Falling Edge, zack, wird der Wert überschrieben. Wir brauchen allerdings steigende Taktflanke. Also wir benutzen steigende Taktflanke. Mit Steuerung Reset könnt ihr am Anfang, wenn ihr noch nichts drauf laufen habt oder sowas, alles wieder auf 0 setzen. Alle Pins, die ihr aktiviert habt, alle Registerwerte. Also es ist ein schöner manueller Reset, der beim Bauen selbst, beim Entwerfen ziemlich zugunsten kommt. Ja, dann fangen wir doch gleich mal mit dem Move-Befehl an. Und dieser Move-Befehl kann Register untereinander verschieben. Was wir jetzt zuallererst mal machen werden, bevor wir überhaupt irgendwas moven können, ist ja natürlich den Datenbus anbinden. Und dazu nehmen wir einfach einen Pin hier oben raus. Das wäre übrigens, glaube ich, Steuerung 4, ja. Und machen den mal 8-Bit groß. Dann können wir diesen Pin auch wunderbar benennen. Beschriftung, wieder unten links. Befehlsbus. Können wir noch die Position auswählen? Ups, Entschuldigung. Können wir noch die Position auswählen? Und jopp. Die Register jetzt noch ein bisschen nach rechts verschieben. Einfach markieren und rüberziehen. Und diesen Befehlsbus wollen wir jetzt mal uns genauer anschauen. Jetzt können wir hier super mit dem Verteiler von vorhin arbeiten. Also bei Wiring Verteiler. Wir haben nämlich vorgegeben 4 mal die Opcode Bits und dann 2 mal 2 Extra Bits, also Bits, um irgendwas genauer zu definieren. Mal sind es die Register, mal sind es die ALU-Befehle. Vergleich dazu bitte Folge 1. So, also haben wir eigentlich 4 autonome Bits und dann hier bei den Registern 2x2 autonome Bits. Deswegen werden wir diesen Verteiler nach Osten ausrichten, wenn wir es so bauen. Ausfächerung 2, Bitbreite 8. Und jetzt splittet er diesen Befehlsbus in zwei Hälften. Dann kann ich nochmal kurz demonstrieren. Wieder erinnert euch an das High und Low. Der High-Part des Befehlsbus steht jetzt hier unten. Ist jetzt gerade ein bisschen blöd gelaufen, aber kann man sich ja denken. Also die oberen 4 Bits stehen jetzt hier an diesem Pin und die unteren hier. Schön aufgesplittet. Einfach mit dem Verteiler arbeiten. Das Ganze hier unten könnt ihr in der Regel
ignorieren. Diese, ja, diese Appearance ist eigentlich, müsst ihr für euch selbst wissen, was am besten aussieht, beziehungsweise was ihr gerade braucht. Ja, so, dann werden wir auf ein weiteres schönes Teil zurückgreifen. Bevor wir das machen, machen wir zuallererst nochmal den Verteiler. Richten ihn wieder nach Osten auf. Und da wir ja 2x2 Bits haben, müssen wir die oberen, also die unteren 4 Bits, nochmal in 2x2 Bits aufteilen. Deswegen nehmen wir nochmal einen Verteiler und machen hier mal die Bitrate von 4 auf 2. So, jetzt haben wir hier unsere Opcode-Bits, hier E1 und hier E2. Diese Leitungen sind beide 2-Bit groß und diese hier ist 4-Bit groß. Und dann bauen wir, der Einfachheit halber, werden wir keine Decoder-Einheit bauen, die den Befehl dekodiert und dann die einzelnen Bauteile aktiviert, sondern wir werden den Befehlsbus überall hinleiten und in jedem Bauteil selbst entscheiden, aha, wir benötigen gerade das Bauteil oder nein, wir brauchen es gerade nicht, deswegen ignorieren wir es. Das läuft so ab. Wir gehen auf Arithmetik und wählen den Komparator aus. Den hauen wir jetzt mal hier rein. Ganz wichtig, beziehungsweise jetzt erstmal nicht sonderlich wichtig, aber jetzt erstmal, was ihr mit diesem Komparator macht, ist erstmal wieder die Bitbreite auf 4 stellen und dann ohne Vorzeichen. Jetzt schließen wir, er vergleicht immer das obere mit dem unteren und gibt dann aus, ob das obere gleich dem unteren ist, das obere größer dem unteren oder das obere kleiner dem unteren. Sind alles ein Bits, sprich, wir können, sind alles ein Bit groß, deswegen könnten wir gleich mal so schauen. Den oberen Eingang, den wollen wir vergleichen, den Befehl, ob der Befehl gleich für die Register, ob der Befehl gleich MOV oder INA ist, weil wir können hier noch in den Akkumulator eine Festzahl laden. Eine Festwertzahl, also irgendeinen Festwert vom Befehlsbus. Also brauchen wir jetzt schon mal zwei Decoder, einen für MOV und einen für INA. Sehen wir hier im Datenblatt. Ja, wie wir sehen, MOV ist jetzt mal dezimal gesprochen 1 und INA ist dezimal gesprochen 2. Deswegen müssen wir den Befehlsbus mit einer 1 einmal vergleichen und einmal mit einer 2. Zuallererst verbinden wir die Leitungen noch, wie das gehen sollte. Ich habe ein Video in der Beschreibung verlinkt, sollte euch LogiSim nochmal zu neu sein. Ja, und jetzt vergleichen wir. Dazu gehen wir einfach auf Wiring und haben hier eine schöne Konstante. Eine feste Zahl, die wir vordefinieren können und dann ist die Leitung dahinter auf diese Zahl festgelegt. Kann man übrigens auch mit der Tastatur ändern. Also ihr wählt es, die Konstante an, wird auch hexadezimal eingegeben und gibt dann die Zahl ein. Wir brauchen 1 und wir brauchen 2. Die nehmen wir in die zweiten Pins und zack, schon haben wir unser schönen Output. Wir schauen mal beim oberen Komparator. Ist f gleich 1? Nein. Ist f kleiner 1? Nein. Ist f größer 1? Ist 15 größer 1? Ja, deswegen ist dieses größere Symbol an. Was wir nur brauchen, ist dieses Gleichheit, die Gleichheit. Wenn der Befehl gleich MOV ist, können wir nochmal schön mit diesem Steuerung 3 Textfeld dazu schreiben und INA. Jetzt wissen wir auch, aha, das hier bedeutet, das ist der Decoder für MOV und das hier unten für INA. Sprich, wenn die hier an ist, dürfen wir moven und wenn die hier an ist, dürfen wir eine Zahl in den Akkumulator verschieben. Können wir probieren. Ah, im Befehlsbus liegt jetzt eine 1 an. Und zack, der Komparator sagt, gut, passt. Bei einer 2 natürlich spuckt er eine 2 aus. Also spuckt der zweite Komparator es aus und enable INA. Wir werden uns jetzt erstmal auf den MOV konzentrieren. Und zwar werden die Register von einem gemeinsamen Datenbus gespeist. Also können wir schon mal die ganzen Dateneingänge miteinander verbinden. Und wir können den Clockpin schon mal machen. Also einen Clockpin. Einfach irgendeinen Pin hinsetzen, nach Norden ausrichten und zack, durchziehen. Fertig. Jetzt werden jede Register. Jetzt wird jedes Register getaktet. Wir werden aber auch noch mit dem Enable arbeiten und deswegen darf nicht jedes Register bei jedem Takt überschrieben werden. Job. Diese Daten kommen beim Move von den Registern selbst. Was machen wir da jetzt also? Wir haben das Drain Source Prinzip, sprich diese Bits hier geben an, worein wir schreiben. Und diese hier geben an, von wo wir in die hier reinschreiben.
Sprich, wir werden den Multiplexer zur Hand nehmen, platzieren ihn hinter die Register, disabled Output in den Eigenschaften auf 0, aus Richtung Norden, diese Pins hier, diese Select Location ist egal, enable können wir mal drin lassen, Datenbits haben wir natürlich 4 bei den Registern und die Auswahlleitungen haben wir natürlich hier oben 2 Bits für die Auswahl, 2. Platzieren wir jetzt mal hier. Und Eingang 0 ist A, Eingang 1 ist D, PL ist 2 und PH ist 3. Dieser Enable können wir gleich mal mit dem MOV verbinden. Und dieser Select vom Multiplexer können wir direkt mal mit unseren letzten beiden Bits, die Source, verbinden. Jetzt schreiben wir einfach mal in PL eine 6. Jetzt schauen wir ins Datenblatt. PL hat die Adresse 1.0. Jetzt müsste also laut unserem Prinzip erstmal der MOV-Befehl kommen und dann müsste hier hinten eine 1.0 stehen in der Source. Und jetzt sollte auf diesem Datenbus hier oben der Wert aus PL stehen. Wir müssen mal schnell prüfen, einfach eine Leitung hinziehen, mit der Maus draufklicken, mit dem Steuerung 1. Die 6 kommt raus. Wenn wir jetzt zum Beispiel das A-Register auswählen, was bei uns, den Akkumulator, was bei uns 0.0 wäre als Registeradresse, würde hier oben auch der Akkumulator rauskommen, der im Moment 0 ist. Wenn wir jetzt hier mal eine 2 reinhauen, einfach draufklicken und 2 schreiben, kommt hier oben auch eine 2 raus. Kurze Unterbrechung, ich bin gleich wieder zurück. Was ein Multiplexer macht, nochmal ganz kurz als kleinen Exkurs ist, wir haben einen Select-Bit und je nachdem, was da für ein Eingang reinkommt, also für einen binären Eingang wählt er eine aus diesen Leitungen aus, die zum Output durch darf. Enable sagt nur, dass hier etwas stehen darf. Wir haben bei Disabled Output 0 reingemacht und deswegen wird er, wenn der Enable aus ist, also wenn kein Move kommt, wird er hier immer 0 ausgeben. Ist für uns jetzt erstmal nicht relevant. Und wenn jetzt hier zum Beispiel 0,0 steht, dann wird der erste, der nullte Eingang darf dann zum Output durch. Wenn hier 0,1 steht, darf der erste durch, also der so gesehen dezimal gezählte, der erste darf durch, wenn hier 0,0 steht, der zweite, wenn 0,1, der dritte, wenn 1,0 und der vierte, wenn 1,1 da steht. Jetzt mal ganz frech werden wir diesen einfach mal wieder hier hinten rankoppeln. Jetzt haben wir so eine schöne Schleife. Und die zweiten Bits hier, die ersten beiden von diesen Zweierbits, also diese hier, die kommen in einen Decoder. Was ein Decoder macht, sollte eigentlich jeder wissen. Wenn nicht, dann kann ich wieder nur mal die Beschreibung empfehlen. Und den Decoder platzieren wir jetzt einfach mal hier. Was wir machen, ist, wir richten ihn nach Osten aus. Bottom Left, naja, da können wir Top Right einstellen. Trifft sich besser. Und 3 State, nein. Disabled Output, 0. Enable, ja. Den Enable schließen wir wieder mal am MOV, also gleich MOV an. Der arbeitet jetzt ein bisschen anders. Der wird jetzt hier nicht einfach nur 0000 ausgeben als Ganzzahl, sondern der wird jetzt hier erstmal schließen wir die Bits hier an, am Decoder-Eingang. Der ist hier, der Enable ist hier. Hier sind die Ausgänge. Wenn der, jetzt werdet ihr sehen, dass egal was hier reinkommt, ob 00, dann ist der erste an, 01, 10 und 11. Wenn wir jetzt wollen, dass gar keiner an ist, also dass gar kein Register enabled ist, weil dieser Decoder wird nämlich sagen, welches Register aktiviert werden darf, also welches Register beim Takt den Wert am jeweiligen Dateneingang in sich aufnehmen darf. Wenn wir jetzt nicht wollen, dass immer eins aktiviert ist, dann müssen wir sagen, okay, du darfst nur ein Register aktivieren, wenn MOV reinkommt. Wenn MOV jetzt nicht reinkommt, dann ist der enable aus und deswegen auch alle Decoder-Ausgänge. Dann werden wir jetzt hier nur nochmal die Enables mit unserem Freund, dem Decoder, verbinden. Der ist nämlich, er wartet schon gespannt darauf. Können wir jetzt noch ein bisschen anpassen, damit es nicht so ganz wild aussieht. Wir werden aber trotzdem mal, weil wir ja zum Beispiel bestimmte Register auch durch andere Bausteine enablen können, werden wir hier jetzt, wo ich gerade markiere, noch ein bisschen Platz lassen. Wir werden also nicht die Leitungen direkt so hinquetschen, also so,
werden wir es jetzt nicht machen. Sondern wir werden diese ganzen Leitungen noch ein bisschen auslagern, und zwar so weit wie es geht. Damit wir sagen könnten, okay, du darfst jetzt zum Beispiel auch in das A-Register schreiben, wenn dieses zu dick gewordene Odergate an ist. Nein. Wenn jetzt zum Beispiel noch dieser Pin hier an ist. Sprich, wenn der an ist, zum Beispiel beim ALU-Befehl, dann wird das darf hier reingeschrieben werden, auch ins A-Register. Also es geht ja nicht nur beim MOV. Das OR-Gate können wir nämlich gleich mal, nee, das machen wir jetzt nochmal weg. Verbinden wir alle Enables und schon können wir Registerinhalte untereinander verschieben. Der MOV-Befehl, ein sehr kräftiger Befehl, ist hiermit unser. Yep. Probieren wir gleich mal aus, und zwar wollen wir mal machen move pl, a. Danach sollte pl den Wert von a haben, was sich in den Maschinencode 0001, die Leerzeichen jetzt erstmal nur als aus, keine Ahnung, lehrmitteltechnischen Gründen, PL ist 1.1.0 und A ist 0.0. Sprich, auf dem Befehlsbus müssten wir jetzt angeben. Also was danach rauskommen sollte, ist PL gleich 2. Weil wir von A nach PL verschieben und PL ist im Moment 6, danach sollte es 2 sein. So, jetzt schauen wir hin. Move. Ah, schön, es springt schon mal hier etwas an. Dann wählen wir das PL-Register aus, schon hier unten, okay, wir haben hier gesagt 1.0, das ist PL. Zack, oh, der Decoder springt um, hat schon mal das PL-Register enabled. 0.0 stimmt, jetzt schauen wir hier, A-Register kommt in den Multiplexer. Am Select-Eingang steht 0.0, sprich dieser Eingang wird ausgewählt. Am Datenausgang des Multiplexers kommt eine 2, das geht zurück in die Register. Hier liegt eine 2 an und beim Takt darf jetzt PL überschrieben werden, weil PL enabled ist. Alle anderen Register werden gleich bleiben. Zack. Zack, PL ist gleich 2, so wie wir es vorher gesagt haben. Ein kurzes anderes Beispiel noch vielleicht. Move AD. Oder machen wir mal Move PLD. Move PLD. Dieser Befehl würde sich in den Maschinencode übersetzen. 0001, PL bleibt und D wäre 01. Schauen wir wieder aufs Datenblatt, wenn uns diese Zeichenfolgen von Bits hier unbekannt sind. Danach sollte PL gleich 0 sein, weil im D-Register steht jetzt eine 0. Im Speicherbaustein D steht eine 0, eine 4-Bit-0. Und diese werden wir dann in das PL-Register leiten, sprich im PL wird eine 2 landen. Also, Opcode haben wir gesagt, 0001 haben wir schon, PL auch, müssen wir noch D hier hinschreiben. Jetzt können wir wieder abgleichen. D0, 01, sprich das D-Register wird in den Multiplexer, wie jedes andere Register auch, wird in den Multiplexer geleitet, wird vom Select ausgewählt. Am Datenausgang erscheint also der Inhalt vom D-Register. Enabled ist das PL. Das darf überschrieben werden, dank unserem Decoder hier. Enable und PL gleich 0. Haben wir immer noch das Problem, dass wir Zahlen, also wenn wir jetzt überall eine 0 haben, haben wir jetzt keinerlei Möglichkeit, irgendwie eine Zahl reinzubekommen, außer jetzt mit der Hand hinzugehen und 5 reinzuschreiben. Was aber jetzt eigentlich ziemlich blöd ist, wie ihr wisst, können Prozessoren, zumindest sollten sie, machen sie, auch irgendwie Zahlen in sich reinbekommen können. Man kann zum Beispiel sagen, A ist gleich 1, irgendeine Programmiersprache, eine Variable ist gleich 1 setzen, wird zum Arbeitsspeicher hinterlegt, aber nehmen wir jetzt mal an, diese kommt direkt ins Register oder bleibt im Register mehr oder weniger, dann muss ja irgendwie die A da rein und da kann man jetzt nicht irgendwie den Chip aufmachen und da schön mit der Hand hingehen, antippen und auf die Tastatur eine 5 hauen, wird ja auch nichts bringen, wenn wir jede einzelne Zahl da... ist ja auch vollkommen egal. Was ich damit sagen will, ist, dass wir diesen INA, den Initiate A, oder wenn ihr so wollt, into A, diesen Befehl noch realisieren müssen. Wie vorhin schon angekündigt, ist INA so ein Befehl, der
egal, auch wenn kein MOV reinkommt, weil INA ist ja 2. Jetzt werden ja eigentlich alle Register disabled, aber wenn INA reinkommt, dann muss das A-Register enabled sein. Sprich, das OR-Gate kommt hier hin. Das findet ihr entweder direkt hier oben über diese Schnellleiste, das ist eines der Basic-Gates, oder bei Gatter OR-Gate. Ihr müsst nur aufpassen, wenn ihr die rauszieht, werdet ihr so einen fetten Brummer da haben. Könnt ihr aber alles ändern. Ihr geht hier auf Anzahl Eingänge 2, Größe schmal und Datenbits, ja, in dem Fall ein. Ist ja nur eine Kontrollleitung, die ist nur ein Bit groß. Aktiviert wird das A-Register, wenn INA gleich 1 ist. Jetzt haben wir das Problem, wir können hier nicht direkt so hoch gehen, damit wir es direkt verbinden können, weil dann überschneiden wir uns mit den mit der anderen vorhandenen Leitung. Deswegen werden wir es einfach so ein bisschen umgehen, oder? Wenn es wirklich auf Aussehen Wert legt, dann schieben wir den Decoder einfach runter und dann die Leitung noch ein bisschen runter. Jetzt ist sie wenigstens gerade. Und woher kommt eigentlich die Zahl beim INA-Befehl? Das ist jetzt so ein Befehl, wo diese E1 und E2 nicht das Register darstellen. Weil INA sagt ja automatisch, dass wir into A einen Direktwert machen wollen. Sprich, diese letzten 4 Bits sind beim INA-Befehl keine Registerangaben. Warum auch? Wir haben ja das Register schon ausgewählt. Und der Direktwert muss ja über den Befehlsbus kommen. Und deswegen sind diese Bits, die Bits, die letzten 4 Bits, ist diese Zahl, die wir in das A-Register reinschreiben wollen. Jetzt haben wir die hier schon abgespalten. Wenn wir hier einfach mal reingehen und diese Leitung hier hochziehen, einfach antippen, dann haben wir hier, können wir nochmal schnell nachschauen, mit unserem Output hier, mit unserem Pin. Jetzt werden hier immer diese Zahlen stehen, die wir hier die unteren 4 Bits, wie wir hier die unteren 4 Bits setzen. Jetzt müssen wir nur dafür sorgen, dass diese 4 Bits beim INA-Befehl auf diesen Datenbus kommen. Wir könnten entweder machen, dass die Daten hier nur ins A-Register rangehen. Kann man machen, aber da die anderen Register sowieso, da es den anderen Registern sowieso egal ist, könnten wir entweder einen Multiplexer hier oben hinbauen. Sprich, wir müssen den nach Süden ausrichten und könnten jetzt hier sagen, gut, wenn der INA-Befehl kommt, dann nimmst du den zweiten Eingang bei einem Bit. Also bei einem Select-Bit kann er ja nur zwischen dem linken und dem rechten entscheiden. Wenn der Select 0 ist, wird er den linken Eingang nehmen. Sprich, wenn wir jetzt diesen INA-Befehl als Select nehmen und der 0 ist, dann wird er immer den Wert, der hier hinten rauskommt, nehmen. Und da wir aber den Vorteil haben, dass wenn MOV nicht der Befehl ist, der ausgeführt wird, dann steht der Datenausgang hier sowieso immer auf 0. Deswegen können wir uns diesen ganzen Multiplexer-Kram hier sparen und krallen uns einfach ein OR-Gate, richten es nach Süden aus und stellen die Datenbits auf 4. Was wir zunächst mal machen werden, ist hier uns ein bisschen Platz verschaffen. Nach oben. Jetzt werden die Leitungen gleich wahrscheinlich ein bisschen komisch aussehen. Das werden wir ganz schnell wieder zurechtbiegen. So. Stimmt alles wieder. Werden das OR-Gate hier reinsetzen. Und irgendwas, wenn wir jetzt A oder B und B gleich 0 ist, dann ist der Ausgang des OR-Gates immer A. Also jetzt nicht die Register, sondern einfach mal so als Platzhalternamen. So, und diese anderen 4 Bits sind natürlich die Bits, die hier unten stehen. Die müssen wir hier abzwicken. Sprich, INA, also jetzt bei INA wird es als das A-Register enabled und da MOV nicht aktiv ist, steht am Daten am anderen Eingang des OR-Gates immer eine 0 und wie gesagt, irgendwas oder 0 ist irgendwas, A oder 0 ist A. Deswegen wird hier jetzt am Datenbus eine Zahl stehen, die wir bei den letzten 4 Bits hinschreiben. Wie gesagt, wir brauchen hier keine Register angeben, weil INA das selbst schon regelt. Das wird, weil wir das A-Register auswählen. Sprich, INA 5. Jetzt steht hier eine 5 und das A-Register ist enabled. Beim Takt, zack, steht im A-Register jetzt eine 5. Und jetzt können wir auch per Befehlsbus Zahlen in die Register laden. Wenn wir jetzt mal ein kleines Programm schreiben wollen, einfach mal so, move. Nee, brauchen wir nicht. INA.
7. Und INA 3. Und MOVD. Nein. Okay, Moment. MOVDA. Und das Programm sieht so aus. Steht so im Assembly da. INA 7, MOVDA und INA 3. Nach INA 7 wird eine 7 im A-Register stehen. Nach MOV into D from A wird im D-Register eben diese 7 stehen. Und nach INA 3 wird im A-Register eine 3 stehen. Sprich, am Ende sollte rauskommen, dass am A-Register eine 3 steht und im D-Register eine 7. Diese Zahlen könnten wir dann zum Beispiel verrechnen. Können wir mal wieder schnell noch durchgehen. INA 7 würde sich übersetzen in 0010 und dann die 7. MOVDA würde sich übersetzen in 0001. Dann das D-Register und dann das A-Register. Into D from A, Drain Source, nicht vergessen. Und INA 3 würde sich übersetzen in 0011. Sprich, wir werden jetzt... Entschuldigung, das war mein Mikro. Wir werden jetzt dieses Programm, das eigentlich aus irgendeinem Programmspeicher kommen würde, da werde ich irgendwann später nochmal viel dazu sagen, werden wir jetzt erstmal manuell eingeben und den Takt eben per Hand auswählen, noch nicht automatisch. Fangen wir an, wir machen erstmal Steuerung R, wie gesagt, jetzt ist alles auf 0. Und fangen an, der erste Befehl, INA 7. Einfach mal blind eingeben, gar nicht prüfen und schauen, ob im A-Register eine 7 steht. Zack, 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 zack. Oh, sie steht wirklich drin. Erstes Zeichen dafür, dass funktioniert. Wir können schnell prüfen. Keine andere Zahl steht nirgendwo anders. Gut, passt. MOVDA. Solange kein Takt kommt, ist es den Registern auch egal, was jetzt hier am Befehlsbus steht. MOVDA. 0001, 0100. Und Takten. Und diese 7 steht nun auch im D-Register, wie prophezeit. INA 3. Am Befehlsbus. 1-1. Takten. Und wir haben unsere 3 im A und unsere 7 im D-Register. Jetzt könntet ihr das für euch anwenden, wie ihr wollt. Ihr könntet jetzt zum Beispiel eine automatische Erkennung, das habe ich im Registervideo, das ist nochmal verlinkt, auch schon gesagt, dass die CPU selbst erkennt, ob wir jetzt ein Register angeben oder ob wir eine Zahl initialisieren wollen. Brauchen wir natürlich einen größeren Befehlsbus und mindestens ein paar extra Bits natürlich noch. Geht aber auch. Da könnten wir uns dieses INA sparen, sondern könnten direkt schreiben, jetzt ist es nicht unser Assembler, sondern move Register 0 27. Das könnten wir dann direkt schreiben. Bei uns wäre das halt eben über zwei Befehle verteilt. Immer erst den Akkumulator initialisieren und dann von D nach A. Von A nach D. Move into D from A. Somit hat unser kleiner CPU den ersten Test bestanden und zwar können wir schon Festwerte in Register reinschieben und diese Register untereinander verschieben. Das sind zwei sehr kräftige Befehle und eigentlich ausschlaggebend für alles weitere, deswegen habe ich damit angefangen. Registerbausteine sind außerdem sowas wie das Herz eines Prozessors, also ohne diese Register hätten wir ein ziemliches Problem. Es gibt natürlich noch den Arbeitsspeicher, aber der ist natürlich viel langsamer als Register. Und der muss eben anders adressiert werden oder der Befehlsbus wird platzen und so weiter und so fort. Also Register sind schon ziemlich nützliche Dinge. Diese kleinen Speicherbänke von 4 Bits bei uns. Wenn ich zu schnell war oder ihr noch Fragen habt, dann nutzt bitte die Kommentarbox oder schreibt mir eine PN. Ich werde antworten, das ist kein Problem, ich lese die Nachrichten sowieso durch. Also braucht ihr da nicht sagen, irgendwie, ja, du hast doch eh keinen Bock auf uns und bla. Ja, deswegen mache ich auch die Videos. Ist ja egal. Ihr könnt mir auch irgendwelche Vorschläge machen oder so. Hey, guck mal, wie wäre es, wenn du das D-Register durch irgendwas anderes ersetzt oder irgendwas oder irgendwelche Befehlsvorschläge oder Syntaxvorschläge. Könnt ihr alles machen, ist kein Problem. Das soll schön möglichst interaktiv bleiben und ja, könnt das Video auch gerne irgendwie bewerten oder konstruktiv kritisieren. Das nächste Mal wird es Aktivierung, an ein externes Toggeln der Enables von den Registern gehen. Zum Beispiel wäre das eben durch die ALU. Das wäre die einzigste Art von Decoder, die jetzt hier im Register steht. Sprich, die ALU verrechnet immer A-Operation mit D. Also A-Register-Operation mit D-Register. Und deswegen können wir sagen, gut, wenn hier der Opcode ALU ist, dann kannst du sowieso schon mal
als Drain aktivieren und die Source zu dehauen. Dazu werde ich aber nochmal gesondert was sagen. Speziell jetzt im nächsten Teil. Es wird nicht das einzige Thema sein. Im nächsten Teil geht es dann auch gleich an die ALU. Und ja. So viel dazu. Danke fürs Zusehen. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich über jedes Feedback. Wenn ihr Fragen habt, fragt, habe ich schon gesagt. Ciao.